Muss ich einfach hier hoch oder was? Verdammte Ziege, Alter. Hätte ich die gar nicht umbringen müssen, ne? Wollte ich einfach den Fluss hoch. Ach, hier muss ich hin. Oh mein Gott, ich bin doch so blöd. Hatte es doch eben noch entdeckt. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Okay. Gut. Dann sind die Viecher halt umsonst gestorben, aber macht ja nichts. Das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. So konnten wir wenigstens den Bogen mal testen. Ist bis jetzt nicht schlecht. Oh. Eine nette Tierfigur. Was ist das? Ach, eine Ziege. Ich dachte, das wäre Blauglanz. Blauglanz. Was haben wir hier Schönes? Haben wir überhaupt was Schönes? Ein Zeichen der Banuk, aber... Hier oben vielleicht was? Graufang. Noch mehr Ziegen. Aber sonst nichts. Guck mal, da hätte man sich. Das ist da die Stelle, wo man sich hätte ableihen können. Versteht. Aua. Das hat sogar in meinen Ohren wehgetan, ey. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Nicht jetzt. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken. Ist das das Loch? Wollte ich heimlich was trinken und dann... Nun... Aua, das sieht cool aus hier mit dem Zuckerwuchern. Und kein Eis, ne? Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Eine Energiezelle fehlt. Grafisches Interface. Muss ein Teil fehlt. Oh. Ohne das komme ich nicht rein. Und da ist der Störenfried. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus wie im Reinkommen. Gildun. Zuflusssturmfehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Der Großteil der Anlage steht wohl unter Wasser. Wie ist das passiert? So, sorry, kurz Fenster zugemacht. Wahrscheinlich wegen dem Störenfried. Aber wie kommen wir da hin? Und wie beheben wir die Fehler? Ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Warum nicht? Schwer, was zu sehen. Dieser Raum scheint voller alter Dinge zu sein. Vielleicht auch was Nützliches. Die Schlossposition. Praktisch. Bringt mir aber nichts, wenn ich da nicht reinkomme. Das heißt, wie komme ich an das Gerät ran? Hier durch vielleicht? Der Osserer muss sich hier durchgedrungen haben. Ich habe irgendwie eingesperrt. Da hinten ist nichts. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Und sein Gewissen vor allen Grausamkeiten. Kannst du jetzt erstmal die Schnauze halten? Ich muss hier gerade mal kontrollieren, ob hier was im Wasser ist. Wärst du ein Schnappmaul, würdest du es mir nicht sagen. Oder?
Oh, warte, ich muss mal was testen hier. So. So, runter. Kann ich nicht noch weiter runter mit der Kamera? I take it. Finde ich irgendwie cool mit dem Licht da im Hintergrund. Hoffnung. Aloy anbeten. Oha, mit den Blüten hier. So, pass auf. So, pass auf. So, so. Jetzt müssen wir hier noch die Blende ganz runter. So. Ja, so ein Ticken heller, warmes Leuchten. Muss gar nicht so warm sein. Tageszeit ist egal. UI ausblenden. Und Foto machen. Junge, ich liebe diesen Fotomodus, ne? Der ist so sick. So. Ja. Ein Schnappmacher! Bitte nicht durch die Tür passen! Oder zur Tür klettern! Den Sinn einer Tür begreifen! Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Dann bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Beschädigtes Feld. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich. Ja, diesmal ist es eins. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich hab zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich.
Meine Komplizin! Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja, ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Na gut, ich helfe. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildon. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Folge Gildum. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Weißt du, das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Anrechts. Eine steinerne Ruine. Baum hoch und bergsteig. Der Koloss hatte 13 Ebenen. Keine Wände. Nur große Säulen. Gewicht der Ebene ist hoch. Und konsequent mit unzähligen zerbrochenen, verrotteten alten Wänden. Weißt du, sind die Räder. Aber abgestandenes Badewasser. Reizend. Hier ist nix. Schade. Medizinbeutel voll. Fabelhaft. Ich wusste es. Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Klar. Die Notleiter lasse ich schon mal runter. Man weiß ja nie. Auf geht's. Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einrasten. Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Ja, aber es ist ein bisschen viel, mein Freund. Wirklich? Sonst schieße ich dir in den Kopf. Hm. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Vorratskiste, Behälter. Also den Sprung schaffe ich auf keinen Fall. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. So geht's vielleicht rauf. Rauf? Wann? Wo soll's denn hier rauf gehen? Da rauf oder was? Diese Strömung. Sie ist zu stark. Ist nicht so erfrischend, wie es aussieht. Ach so. Ach so, ich hätte rüber gemusst hier. Ah, verstehe. Und dann da oben. Das habe ich gar nicht gerafft. Oder auch nicht. What? Doch, dahin springen. Oh. Netter Sprung. Nett. Was sage ich da? Das war umwerfend. Ich habe noch nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Danke, glaube ich.
Okay, dann. Tut mir leid, ich habe mich da geirrt. Ich dachte, sie schafft den Sprung nicht. Hier, mein Freund, der Leiter. Was ist denn hier? Okay. Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Da oben, zack. Was labert der da eigentlich die ganze Zeit? Ist der irre? Gelung. Ist da noch was hinter? Scheint nicht so zu sein. Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht! Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und Kaputtes? Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ja. Ich habe einen richtig guten Plan. Ja, au. Na sicher, na klar, na klar. Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Ja. Hier oben noch was. Bevor ich es übersehe, anscheinend nicht. Gildo! Ich hab E gedrückt. Sie ist einfach runtergesprungen ohne Seil. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich wurde gebullshittet von dem Game, Alter. Was soll das denn? Da kann ich noch nichts tun, wenn sie einfach ihr Seil nicht rausholt. Als ob sie sich hier schon nicht hochziehen kann. Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Mann. Jetzt aber bitte dein Seil rausholen, Aloy. So, eh, hier. Hä, was war das? Aua! Ah. Keine Muni mehr. Ach, ich habe ja die falsche ausgerüstet.
Ja. Was ist, wenn das Schnapp auf dem Ring verstummt hat? Einfach runtergeschlungen? Das sehen wir, wenn es tot ist. Damn! Gottverfluchte Schnappmaul! Kann ich von dir aus eigentlich? Ja. Na, ja, come on. Du bleibst an der Stelle, wo du hingehörst. Der Dreck sagt, mach dich instant frei. Ja. Mir gefällt dir das, du Drecksmaul. Es ist tot. Fabelhaft, gut. Der Ring. Vielleicht, wenn du sein Maul aufdrückst und einfach hineingreifst. Du hattest recht. Das Teil hat den Ring verschluckt. Das ist die Gildo-Intuition in Aktion. Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach, egal. Zum Lagerraum. Zur Beute. Oh, was ist hier? Mehr Schätze der alten Welt? Ein Ort voller Überraschungen? Wollen wir nachschauen? Wolltest du nicht eigentlich in den Lagerraum? Ich schon. Unbedingt. Aber ich kann reinschauen, wenn du es auch tust. Ich kann ihm meine Bombe um die Ohren werfen. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Was haben wir denn hier noch so? Rohre, Ventile. Vielleicht kann ich das restliche Wasser hier ablassen. Das sind eine Menge Ventile. Mal sehen, was mein Fokus sagt. Ob mein Fokus hier etwas findet? Ventile, Grundlagen, na super. Als ich heute Morgen angefangen habe, hat dieser eine unfertige Chromtrottel seine Beziehung mit der verschlossenen Eingangstür im Reservoirraum fortgesetzt und dabei geklagt, dass er vollständigen Zugriff zur Gesamtheit der Anlage haben will. Bei der Roboterstimme und den komischen Knirschgeräuschen, die er macht, klingt es... wie ein Lied einer sperrigen deutschen Post-Punk-Band. Ich sage es immer und immer wieder, jede Nacht wird das Rohrnetz abgekoppelt, damit das Reservoir sich wieder füllen kann und jeden Morgen muss es manuell zurückgesetzt werden. Man muss nur die Ventile so drehen, dass das Wasser direkt zur Pumpe fließt. Die anderen Servitoren verstehen das anscheinend, aber der eine Kerl hier gibt einfach nicht auf. Ja, wir sind vor Ort Berater, aber langsam wird es lächerlich. Muss ich Ihnen die Anweisung in Ihrem bescheuerten glänzenden Gesichter ritzen? Na super. Dachte, hier kommt noch eine Anweisung. Ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Nicht ganz richtig. Danke, ey Leute, hätte ich jetzt auch mitgerechnet. Du hast einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Ich nicht, freilich nicht der alte Gildo. Müsste irgendwie der Wasser... Das verlangt eine Menge Geduld. So. Leider habe ich die Rastlosigkeit meiner Mutter geerbt. Thank you.
Hä? Achso. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin doch noch gar nicht fertig. So. Es hat geklappt, oder? Selbstverständlich. Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst. Habe ich recht? Die Tür ist offen. Die Überschwemmung muss sie versperrt haben. Oh, eine Kiste. Hier geht es wohl weiter nach unten. Was haben wir hier? Ist das Wasser oder? Ja, okay. Sieht aus wie so ein. Ja, es ist so ein Weg in so eine Tiefe. Also wirklich, in die absolute Tiefe. Eine Figur in der Banu. Hier unten stinkt's. Riechst du's? Das war dann wohl alles. Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anblick. Drainagerohre führen in noch einen Raum. Oh, sorry. Was war wohl drin? Einen Moment. Laura? Ich brauche eine Pause. Laura? Hey! Laura! Laura ist tot. Ich habe irgendeine Spule. Komm. Hier, mal eben kurz gucken. Drainage, Spule des Trommlers oder so. Oder ist das für die andere Waffe, für die hier? Inventar. Die hier. Ne, isoliertes Outfit-Gewebe. Hab ich das bekommen? Stärktes Outfit-Gewebe. Die hier habe ich bekommen. Waffensprudel der Trommlerin. Eisschockverderbnis. Für Bogen. Okay, ah, guck mal hier. Jetzt hast du gesehen. 4 Punkte. Kann ich das letzte hier holen. Zack. Alle 9 fertig. Frozen in the Wilds. Doch keine neuen Fertigkeiten. Oder sind das hier die neuen gewesen? Gab es das nur bis hier? Das kann sein, dass es das hier vielleicht nicht gab. Nur bis hierhin. Und die hier Frozen in the Wilds sind. Ja, okay, Alter. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Fast geschafft. Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Wie schnell da, wann man laufen kann. Der dreckige Dan. So, erstmal müssen wir da hinbekommen mit dem. Ja, mit dem Rätseln. Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Nee. So, links. Oben, unten. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Links, oben, unten, oben, rechts. Die Tür auf mache ich. Ich glaub's nicht, es hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Energiezelle, wofür? Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Also. Wo ist der?
So. Gucken, dass ich hier nichts übersehe. Ich könnte schwören, hier war einer. Den hab ich schon genommen, mein Freund. Vorratskiste. Ach da. Das war keine Einbildung. Mehr kann ich nicht tragen. So was bildet man sich nicht ein, nicht zweimal in Folge. Gildun? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildun. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Tausche die Energiezellen aus. Gesagt, getan. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede. Du bist unglaublich. Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Geh du schon vor. Ich bleibe noch kurz hier und sonne mich noch etwas in unserem Erfolg. Welches Becken? Meint ihr das Becken? Also. Draußen das Becken? Runter? Ja, runter. Nein, links und runter. Dumm. Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Hier jetzt zum Überlaufbecken. Ich glaube, das ist das Becken, was ich gerade meinte, ne? Oh. Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Mann! Ist sie am Trommeln da oder ist sie am Abbauen wie so eine Irre?
Gleich werden wir den Schamanen herausfordern. Die Banuk brauchen einen neuen Herrscher. Who wants to be king? Du bleibst hier. Nein! Nein, die Eule! Eine Eule weniger. Das Geräusch wird lauter. Hörst du das, mein Freund? Ich bin schuld. Na, schade. Aha, hier ist das Becken also leer. Oha. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Blau Glanz irgendwo? Eine kleine Nettigkeit von der Nachbarschaft? Nope. Wir können die Lichter der Banuk da unten an sein. Gut. Aha. Dann sieh mal einer an. Live aus dem weltberühmten Überlauf-Beck-Studio. Hier ist Concrete Beach Party. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Hey, hey, hey. Welt! Damn! So, das ist auch noch damn. Holy shit, ich liebe diese Dinger hier, ne? Diese Lichter. Ich könnte den ganzen Tag Fotos machen, Alter. So. I like Aloy. Jetzt hab ich einen Screenshot gemacht. Ich wollte noch gar keinen Screenshot machen. So, ich würde erstmal die UR hier ausbinden. Oder UI oder wie haben wir das? Ja. So, ich möchte auch noch ein paar Lichter mit drauf haben. So. Boots, ein schönes Foto. Alter, diese Banuk-Dinger sind so geil, ne? Mach mal hier das weg. Brauch noch ein Screenshot für fucking Stem. So. Oh, how in the world? Mann, hast du die... Wie hast du... Das ist überhaupt gar nicht möglich. So, sorry, wir müssen... ich kann es aber nicht sein lassen. Ich finde das so geil. So. Mit den Kerzen hier ist auch nochmal sick. So. Was ist denn? Einsam? Fuck. Ich wollte so eine chillige Pose.
Nur nicht zu chillig. Ja, machen wir so. So sieht doch ganz cool aus. So. Warmes Leuchten an. Das Blau muss auch nicht sein. Nee, kräftig. Kräftig, mächtig ist okay. Eine etwas höhere Tiefenblende. Tiefenschärfe so. Boah, guck dir das an, Alter. Die Fotos. Dieser Fotomodus ist einfach pornös. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. 3 Blauglanz. Du hast das Innere des Graufangs komplett trockengelegt. Ja, so bin ich. So, schnell raus hier. Ist ja furchtbar, was die da spielt. So, Bild hoch. Hände nach hoch. Nach hoch. Nach hoch. Das kann ich jetzt machen, wenn ich selber Schamane wäre, bin oder tue. Quests. Haben wir sonst keine mehr, ne? Achso, zum Burgrind müssen wir noch zurückkehren. Der ist ja auch da. Ja, perfekt. Und von seinen 3 Jägern berichten. 3 Jäger. Vom Donner kam, wird unser Untergang sein. Ohne Kontrabass. Wir sterben. Da oben ist er. Die Stämme im Süden können den Verbund. Was? Ich bin nur ein Kind. Was? Ich bin nur ein Kind. Hey. Burgrind, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Weißt du, dass die 3 verrückten Banuk sich jetzt nur Konis Pfeile nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Sie sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden Sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Du lebst ja immer. Blauglanz? Oh ja. So, Naratak. Aratak, sorry. Du bist gleich Totak. Hast du was Gutes für mich? Nur Scheiße. Ich glaube, ich kriege hier keine coole Ausrüstung. Vielleicht gibt es eine Schamanenrüstung, wenn ich ihn umbringe. Ich brauche deine schamanische Rüstung, mein Freund. Vertraue auf die Schamanen. Das blaue Licht wird uns zeigen. So, Aratak. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flächenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Ha! Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester?
Das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Du und Aratak. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Keine Täuschung mehr. Uriah, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banuk-Jagdgruppe anzuführen. Aber ich habe mein Zelt dabei. Das wollte ich schon immer. Frostfinger, ich komme. Finde ich voll geil, wie ich den herausfordere, den Pleb. Es juckt so überhaupt gar kein Banuk. Ihr habt bald einen neuen Anführer. Oh ja, okay. Gut. Ja. Mal sehen. Ja. Einzige, was mich mit der Rüstung stört, dass sie so laut ist, wenn die getroffen wird, Alter. Schade, mir immer der Trommel fällt weg. Was hinten da hinten? Schießt er auf mich oder wird er gerade bekämpft? Ach, keine Ahnung. Da oben sind sie. Fremde. Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich. Von Jäger zu Jäger. Tu's nicht. Aratak, lässt du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde. Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester. Dann sollten wir weitermachen. So sei es. Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde. Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen! Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Veraks stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist,
müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen.